Also wir sind hier auf dem Balkon vom Ehepaar Spiess und der Patrick Spiess hat relativ grosse Irritationen ausgelöst bei sämtlichen kosovarischen Behördenstellen, die wir glaube haben in diesem Land, weil du hast den kosovarischen Pass beantragt. Erzähl mal. Ja, das ist richtig. Grundsätzlich habe ich das einfach gemacht, weil es Wertschätzung meiner geliebten Frau gegenüber ist. Aber auf der anderen Seite auch, weil ich mich für das Land interessiere, für die Kultur, wo meine Frau herkommt. Und die Möglichkeit ist mir geboten worden, von Gesetzes wegen her. Und das habe ich jetzt entsprechend angenommen. Jetzt gibt es aber für dich auch einen gewissen geschäftlichen Anreiz, das zu machen, ne? Ja, das ist richtig. Ich bin schon lange in der Vermögensverwaltung tätig und ich bin spezialisiert auf Schwellenmärkte, wie der Kosovo im Moment drin steckt. Und ich finde es auch aus geschäftlichen Überlegungen finde ich den Kosovo sehr interessant. Und mittelfristig hoffst du auch auf den EU-Pass, richtig? Oder? Ja, ich bin überzeugt, in dieser Transformation, die der Kosovo im Moment drin ist, dass das heisst, von den ersten Ländern wird sein, die in der EU aufgenommen wird. Und wenn man zum Schweizer Pass und den EU-Pass zusätzlich überkommt, ist das sicher eine weitere Möglichkeit. Ja. Du hast gesagt, es ist auch deine Frau, die dir das ermöglicht hat, oder euer Ehe besser gesagt. Und sie hat vorher etwas ganz Spezielles gesagt, nämlich, dass sie eigentlich schon fast mehr Schweizerin ist als ihre Ehemann. Wie ist das genau gemeint? Ja, das ist so. Ich bin in der Schweiz sehr integriert. Ich liebe das Land, ich bin gerne da, ich fühle mich sehr wohl da. Und eben, ich interessiere viel mehr für die Schweiz und eher viel mehr für Kosovo. Und somit sind wir eigentlich ja, ein gutes Team, kann man sagen. Ja.